Dieser Möchtegern Gameboy hier hat mich nicht mal 30 Euro gekostet, aber verspricht mit über 15.000 vorinstallierten Spielen Retro-Spaß bis hoch zum Nintendo 64, zur Dreamcast oder sogar zur PlayStation Portable. Warum auf der einen Seite nicht jedes dieser Versprechen zu 100% eingelöst wird, während auf der anderen Seite diverse Möglichkeiten bestehen, die das Ganze sogar noch deutlich erweitern und die offiziell gar nicht beworben werden, das zeige ich euch heute in diesem Video. Aufmerksam geworden auf diese Konsole bin ich natürlich auf MyDeals, und zwar im Rahmen eines Deals, der geteilt wurde von unserem User AlfCD. Also vielen Dank an der Stelle erstmal. Aber ich muss gestehen, zu meiner Schande, ich bin da gar nicht selbst drauf aufmerksam geworden, sondern es hat erst unseren User Randale Herbert gebraucht, der in die Kommentare geschrieben hat, hey, ich soll doch mal so ein Ding hier kaufen und da mal ein Video zu machen. Und da war ich erst so, ja, muss ich jetzt unbedingt da auch ein Video zu machen, denn eigentlich gibt es da ja schon genug Videos zu und was kann ich jetzt noch beitragen? Aber dann hat er gedroht, mit seinen Cousins vorbeizukommen. Also gut, ich habe mein eigenes Geld dafür ausgegeben und das Ding einfach mal gekauft bei AliExpress. Gekostet hat mich das Ganze dann im Rahmen von einer Aktion 27,36 Euro. Bevor ich euch zeige, was mit dem Teil möglich ist, zeige ich euch erstmal die Spezifikationen. Wir haben hier ein 3,5 Zoll Display, das löst auf mit 640x480 Pixeln. Im Inneren steckt ein Chip von der Firma Rockchip, nämlich ein RK3326. Und das ist tatsächlich ein Chip, der in vielen dieser Handheld-Konsolen verbaut ist. Da gibt es ja inzwischen eine ganze Reihe und viele von denen sind auch eine ganze Ecke teurer. Also das ist, zumindest so was ich rausgefunden habe, eines der günstigsten Modelle mit diesem Chip und dann in Kombination mit immerhin einem Gigabyte RAM. Dann haben wir natürlich auch einen integrierten Akku. Wir haben hier nicht die normalen Akkuzellen, also wie man das beim Gameboy früher hatte, sondern man hat hier ein richtiges Akku-Pack, ist halt nicht so reingelegt, sondern ist wirklich gesteckt. Das Ganze mit 3500 mAh Kapazität und der Hersteller selbst behauptet, das würde dann so für 8 Stunden reichen. Es hängt letztlich davon ab, wie aufwendig die Spiele sind, die ihr damit darstellen wollt. Dann schauen wir uns erstmal die Front an. Das ist so das Layout, wie man es auch vom Xbox-Controller kennt, mit Y, X, A und B. Darunter haben wir die beiden Analog-Sticks. Also das ist auch ein tatsächlicher Vorteil gegenüber vielen anderen Modellen, auch manch teureren, dass hier wirklich schon zwei Analog-Sticks vorhanden sind. Das erhöht natürlich deutlich auch die Kompatibilität mit etwas moderneren Handhelds, die beispielsweise schon die Kamera über den rechten Stick steuern. Hier klassisches D-Pad, dann haben wir hier einmal Select und Start und hier oben noch eine Funktionstaste. Die wird dann später auch, nachdem wir ein bisschen gebastelt haben, dafür zuständig sein, dass wir die On-Screen-Menüs, die also nicht mit den Spielen selbst zusammenhängen, sondern quasi von der Emulation herkommen, auch vernünftig bedienen können. Und ebenfalls eher ein bisschen untypisch, so für diese Bauart, also zumindest früher hatte man das nicht so, sind auch noch Schultertasten auf der Rückseite und zwar jeweils zwei. Also wir haben sowohl R1, R2 als auch L1, L2. Das erhöht natürlich ebenfalls die Kompatibilität mit etwas größeren Konsolen, die halt auf ihrem Controller einfach mehr Platz hatten als so ein klassischer Gameboy. Dann natürlich besonders wichtig sind die Anschlüsse und da haben wir glücklicherweise trotz des niedrigen Preises schon USB-C als Ladebuchse. Das ist hier die rechte von den beiden, ist auch entsprechend gekennzeichnet, da steht DC. Dann daneben ist einmal eine 3,5 mm Kopfhörerbuchse. Also wenn man Stereo haben möchte, dann geht das nur per Kopfhörer. Daneben direkt seht ihr noch eine weitere USB-C-Buchse und vielleicht könnt ihr es erkennen, da steht OTG. Und das heißt letztlich, dass das die Datenbuchse ist. Nein, ihr könnt darüber leider kein Bild ausgeben. Das haben auch schon einige versucht. Aber was ihr machen könnt, ist zum Beispiel sowas wie einen Adapter anschließen und dann daran Maus und Tastatur. Das kann ja in manchen Spielen dann durchaus auch sinnvoll sein. Oder auch sowas, und da kommen wir zu einem weiteren Punkt, ihr könntet darüber beispielsweise auch die Internetverbindung herstellen, denn in dem Gerät drin ist kein WLAN-Modul vorhanden, es gibt auch kein Bluetooth. Aber das ist jetzt nicht so sonderlich wild, weil normalerweise braucht man das während des Spielbetriebs nicht. Und wenn man irgendwie Updates machen möchte, ja, dann kann man zum Beispiel hingehen und einen USB auf Ethernet-Adapter dran schließen. Das wäre eine Option. Oder man macht es sich sogar noch einfacher und schließt einfach sein Smartphone an und gibt dann quasi über USB-Tethering das Signal vom Smartphone weiter an dieses Gerät. Das zeige ich euch später, dass das funktioniert. Aber zunächst kommen wir zu einem anderen Anschluss noch, der natürlich ganz besonders wichtig ist, beziehungsweise zu einer anderen Buchse. Und zwar hier auf der Seite ist einer der beiden MicroSD-Ports. Der ist auch schon vorbestückt. Ich kann das gerade mal hier rausholen. Das ist also die mitgelieferte Karte mit 64 GB Speicher. Da sollen diese 15.000 versprochenen Spiele drauf sein. Gucken wir uns gleich mal an, ob das wirklich der Fall ist. Das ist jetzt nicht unbedingt das hochwertigste Modell. Wind Macro habe ich noch nie gehört. Da kommen wir auch noch gleich zu, warum ihr die so nicht dauerhaft benutzen solltet. Und dann haben wir auf der anderen Seite auch noch einen MicroSD-Slot. Weil man dann theoretisch hingehen kann und sagen kann, hier habe ich nur mein Betriebssystem drauf, auf einer kleineren Karte dann vielleicht. Und die hier nutze ich dann als ja, Laufwerk für die ganzen Spiele. Muss man aber nicht machen, ich mache das auch mit einer Karte, wir tauschen die also gleich aus. Aber bevor ich das mache, zeige ich euch jetzt erstmal, was wirklich out of the box mit dem Teil schon funktioniert. Und dafür machen wir das erstmal an, das Teil. Also hier an der Seite ist der Power-Button, darunter wäre noch ein Reset-Button. Ich halte den einmal kurz gedrückt.
Und dann sehen wir auch schon, aha, Open Source Console. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, denn da drauf läuft ein offenes Betriebssystem namens Arc OS. Hier jetzt in einer ziemlich veralteten Version, die auch nicht so 100% auf das Ding zugeschnitten ist. Trotzdem sieht die auch schon out of the box ziemlich gut aus, denn als Interface wird der Emulation Station benutzt. Und Emulation Station ist dafür zuständig, zum einen eure ganzen Spiele zu verwalten und auch die Emulatoren zu regeln. Denn ja, natürlich braucht man auf so einem Teil, um dann alte Spiele lauffähig zu bekommen, auch Emulatoren. Die sind also quasi schon alle auf der Karte vorinstalliert. Und hier Nintendo 64, dann haben wir Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Sogar Nintendo DS ist vorhanden, also doch was etwas Neueres. Unter anderem auch Dreamcast, dann natürlich darf es nicht fehlen, die PlayStation, die gute alte. Und hier die PlayStation Portable, so quasi als oberes Ende von dem, was das Ding grundsätzlich noch in der Lage ist zu emulieren. Also sowas wie PlayStation 2 oder alles darüber hinaus, das können wir dann wirklich vergessen. Und jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich direkt die Frage, wenn das Originalspiele sind, ist das nicht super illegal? Und da muss ich ganz klar sagen, absolut. Ich kann euch ja mal zeigen, was hier im Game Boy Advance Ordner so drin ist. Solche Hochkaräter wie die ganzen Pokémon-Spiele. So hier die Emerald Version, wie es auf Englisch schön heißt, die Fire Red Version. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie die feuerrote Version da standardmäßig mitläuft. Ja. Sieht erstmal gut aus. Der Ton scheint mir auch der Originale zu sein. Also die Melodie habe ich definitiv noch im Kopf. So, bin ich schon in der ersten Stadt. Und ich würde sagen, das spielt sich so, wie es sich damals gespielt hat. Und was ich vor allem direkt an der Stelle anmerken muss, das Display ist richtig gut. Also bei 27 Euro hätte ich nicht erwartet, dass das Display so eine hohe Qualität hat, denn das ist ein IPS-Display, habe ich vorhin nicht dazu gesagt. Und selbst wenn ich jetzt irgendwie von hier gucke oder von hier oder so, die Farben bleiben weitestgehend stabil und das Display ist ziemlich hell, also ich kann da richtig gut was drauf erkennen. Das wäre auch kein Problem, das jetzt irgendwie mit nach draußen zu nehmen in die Sonne. Und das ist natürlich auch ein riesengroßer Vorteil gegenüber dem alten Gameboy. So, da war es wiederum so, da musste man mit in die Sonne, weil das Ding keine Hintergrundbeleuchtung hatte. Aber in dem Moment, wo man dann irgendwo drin war und es dunkel war, ja, dann musste man die Lampen anschalten. Und das ist so der erste Punkt, der mich wirklich richtig positiv überrascht hat. Dann die zweite Sache, die mir schon mal positiv auffällt, ist die Qualität der Button. Also hier das digitale Steuerkreuz, zumindest für sowas wie Pokémon, absolut kein Problem. Ich kann auch den Analogstick benutzen und mich damit fortbewegen. Hier, die sind vielleicht ein bisschen lauter, als sie sein müssten. Und vor allem auch die Schultertasten sind ein bisschen laut. Aber das fühlt sich insgesamt auf jeden Fall brauchbar an. Und da hätte ich deutlich schlechtere Qualität erwartet. So, und wir gucken mal, was wir hier in den anderen Ordnern so finden. Gehen wir doch zum Beispiel mal zum Super Nintendo und stellen schon fest, okay, 1332 verfügbare Spiele. Und wir suchen einfach mal nach Donkey in der Hoffnung, da Donkey Kong zu finden. Finden wir auch, und zwar nicht nur eins, sondern diverse. Jetzt muss ich gerade gucken, welches hier das Richtige ist. Das ist halt immer der Nachteil an diesen Dingern. Da sind dann so viele im Zweifelsfall drauf, dass es teils auch Doppelungen gibt. Was ist dann das hier? Ich probiere es mal. Ja, und auch hier spielen wir einmal kurz rein. Auch mit dem Analogstick finde ich ein bisschen angenehmer, aber natürlich gab es den damals theoretisch auch noch nicht. Von der Spielgeschwindigkeit auf jeden Fall vergleichbar mit damals. Also ist nicht irgendwie langsamer oder so. Ich hätte jetzt schon Bock, das Ganze an der Stelle nochmal weiter durchzuspielen, das merke ich direkt. Aber ich erspare es euch an der Stelle mal und zeige euch noch so ein paar andere Dinge, die vielleicht nicht ganz so gut funktionieren. Und sowas wie Grand Theft Auto Vice City Stories. Wir merken schon, es ruckelt ein bisschen. Und was mich sogar noch mehr nervt, irgendwie als das Geruckel im Bild, ist das Geruckel auf der Tonspur. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, da sind zwischendurch immer so kleine Aussetzer. Vor allem immer, wenn eine neue Szene lädt. Wenn ich jetzt hingehe und einfach mal losfahre, ja, da merken wir schon, dann kommt er stellenweise nicht so ganz hinterher. Also im Prinzip immer, wenn irgendwie was neu reingeladen wird, und das ist natürlich bei so einem Spiel ständig der Fall, dann gibt es immer kurze Ruckler und ganz ehrlich, ich hätte jetzt keine Lust, das in diesem Zustand durchzuspielen. Plam, gegen die Wand gefahren. Und das ist noch nicht das extremste Beispiel, denn wenn ihr zum Beispiel versucht, sowas wie God of War dann da drauf zum Laufen zu kriegen, dann befinden wir uns eher so im 10-FPS-Bereich. Also das Versprechen mit PSP, ja, mit manchen Titeln geht es, also mit den grafisch weniger anspruchsvollen, aber alles, was dann irgendwie hochwertige 3D-Grafik hat, da stößt das Ding dann wirklich an seine Grenzen. Mario Kart 64 wiederum ist nicht so super aufwendig in der Emulation und das läuft ganz vernünftig. Ich sehe hier übrigens auch keine Grafikfehler oder so, also ich habe da wirklich drauf geachtet, ist mir nichts irgendwie aufgefallen, dass Texturen fehlen oder so. Aha, da war ein kurzer Cutout mit dem Sound. Ah, da war noch mal einer kurz. Also so 100% akkurat ist es nicht, aber auf jeden Fall deutlich besser als der Versuch, den ich da gerade gestartet habe mit GTA. So, reicht glaube ich für den Moment, aber eine kleine Kuriosität wollte ich euch noch zeigen. Die habe ich wirklich beim Durchscrollen einfach durch Zufall gefunden.
Wusstet ihr, dass es ein Barney-Spiel gibt? Ich würde jetzt behaupten, das ist eher für die etwas kleineren gedacht, weil irgendwie geht es hier darum, Dinge zu suchen und ja, dann bewegt sich irgendwie ein bisschen was. Also falls ihr solche Kuriositäten dann mal nachholen wollt, das könnt ihr dann natürlich hiermit auch machen, denn gekauft hat das wahrscheinlich damals niemand. So, jetzt will ich euch nicht mit allen 15.000 Titeln, die da drauf sind, langweilen. Könnt ihr ja selber mal dann, falls ihr euch das Ding kaufen solltet, mal schauen, welche Schätze da noch so verborgen sind. Aber ich habe euch ja vorhin gesagt, wir sollten die beiliegende MicroSD-Karte schnellstmöglich austauschen. Ne? Also ich nehme die einmal kurz hier raus. Das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern das geht hervor aus einem wirklich extrem hilfreichen Post von unserem User Let's Drop the Hammer. Der hat nämlich in einem der vorherigen Deals zu dieser Konsole geschrieben, dass er das Ding schon seit einer Woche hat und er hat das dann quasi auf Herz und Nieren getestet und dann einfach mal so alles festgehalten, was man in irgendeiner Form wissen sollte. So, und sein erster Punkt hier, die mitgelieferte SD-Karte ist Mist, ihr müsst euch unbedingt eine neue kaufen und die Frage ist, wie packt man da eine andere rein, denn dann ist da ja nichts drauf installiert. Und naja, das habe ich einfach mal zu Hause schon mal nachgestellt, denn er hat das auch hier detailliert erklärt. Und der erste Schritt, den man machen muss, ist erstmal die SD-Karte rauszunehmen, die dann in einen PC einzustecken oder Laptop oder sonst wo ihr was speichern könnt. Und dann machen wir erstmal ein Backup von den Inhalten. Und da ist zu beachten, da gibt es zwei Partitionen, sind da drauf erstellt. Das eine ist die Boot-Partition, habe ich dann entsprechend auch hier Boot genannt. Und das andere ist die Partition mit den ganzen ROMs, also den Spielen. Und im Prinzip habe ich jetzt einfach erstmal alles stumpf rüber kopiert, dass ich da erstmal ein Backup von habe, denn wenn mir die Karte irgendwann stirbt, ist das sicherlich sinnvoll, das alles irgendwo schon mal gesichert zu haben. Der nächste Schritt ist dann einmal zu GitHub zu gehen. Den Link habe ich euch auch unten in die Infobox gepackt. Und da möchten wir einmal die aktuelle Version von ArcOS runterladen, also quasi dem Open-Source-Betriebssystem, was da drauf läuft, in einer speziell angepassten Variante für dieses Gerät. Und die spezielle Variante dafür ist in dem Fall jetzt hier R35S/R36S. Das ist das R36S. Die Geräte sind offenbar so weit identisch, dass die Software auf beiden funktioniert. Wenn wir diese Datei runtergeladen haben, müssen wir die einmal noch entpacken. Da ist dann die wirkliche Image-Datei drin, die wir haben wollen. Die ist dann auch nochmal eine ganze Ecke größer. Dann brauchen wir jetzt logischerweise eine alternative MicroSD-Karte. Und ich habe jetzt einfach mal eine bereits bei mir vorhandene Samsung MicroSD genommen, nämlich eine aus der Evo Plus Reihe. Und in dem Fall sind es jetzt hier 256 GB. Ihr könntet theoretisch auch 512 GB nehmen oder 1 TB oder ich glaube inzwischen gibt es auch 2 TB. Das sollte keinen Unterschied darstellen, weil in dem Moment, wo das unterstützt wird, wird auch was Größeres unterstützt. Die dann im Prinzip einfach mit dem Adapter einmal in den PC oder in den Laptop stecken und da muss dann das Image einmal drauf geflasht werden. Ihr braucht dann ein spezielles Programm, wie zum Beispiel Balena Etcher. Das ist wichtig, dass ihr das über so ein Tool macht, weil wenn ihr einfach nur die Datei draufzieht, dann passiert da nichts, sondern Balena Etcher erstellt dann da ein bootfähiges Medium, das wollen wir also haben. Und was letztlich Balena Etcher vor allem auch macht, ist, da auch wieder 2 Partitionen drauf anzulegen. Wir haben es ja gerade gesehen, das sind 2 Partitionen. Und ja, wenn der ganze Vorgang fertig ist, stecken wir es einmal kurz aus, beziehungsweise es wird automatisch getrennt, ziehen es einmal raus und stecken die Karte dann direkt wieder rein. Und stellen dann fest, da gehen auch quasi 2 Laufwerke auf, also 2 Partitionen. Zum einen auch wieder die Boot-Partition und zum anderen die ROM-Partition. Jetzt kopieren wir erstmal ein paar Dateien, die wir vorher gesichert haben, wieder rüber auf diese neue MicroSD-Karte. Das sind hier diese sogenannten DTB-Dateien. Die ziehen wir da einfach rüber. Wir können natürlich auch ein Backup von den anderen machen, aber ist jetzt nicht so wild. Und überschreiben die dann einfach, dass wir auch sicherstellen können, dass die richtigen Treiber für das Display vorhanden sind, weil sonst sehen wir am Ende kein Bild, selbst wenn es vielleicht eigentlich funktionieren würde. Was wir nicht direkt machen können, ist die Spiele rüberzuziehen, denn wenn ihr mal genau hinschaut, dann werdet ihr feststellen, die Partition für die ROMs, die ist verdammt klein, also da ist überhaupt kein Platz. Das heißt, er hat gar nicht den kompletten Platz der MicroSD-Karte genutzt und das ist wahrscheinlich dem Hintergrund geschuldet, dass man das auch auf einer kleinen Karte dann einsetzen kann, denn wenn das Image schon standardmäßig irgendwie eine gewisse Größe voraussetzt, ja, dann müsste man halt auch eine entsprechend große Karte einsetzen. So ist man flexibler und deswegen ist der nächste Schritt, die Karte jetzt in dem Zustand, wie wir sie gerade vorbereitet haben, erstmal wieder in das Gerät einzustecken, das Gerät dann anzuschalten. Und dann werdet ihr feststellen, ja, es bootet nicht direkt hoch, sondern es landet erstmal in so einer Art Zwischenstation, wo es einige Dinge macht. Also es ist dann quasi auf so einer Art Linux-Oberfläche und ihr werdet dann sehr viele kryptische Begriffe dann irgendwie da hoch und runter scrollen sehen, so ein bisschen wie bei Matrix damals. Und ja, was letztlich passiert, ist im Hintergrund zum Beispiel, dass die Partition vergrößert wird. Und zwar dynamisch basierend auf dem zur Verfügung stehenden Speicherplatz. Also das System stellt dann fest, ich bin ja auf einer 256 GB MicroSD-Karte installiert und da ist ja eigentlich noch super viel Platz, ja, dann mache ich einfach die Partition für die ROMs größer. Das heißt, wenn wir fertig sind damit, können wir das System direkt wieder einmal runterfahren, um die Karte wieder rauszunehmen, um sie wieder in den PC einzustecken
und dann unsere Spiele, die wir zuvor da gebackupt haben, wieder rüberzuziehen. Und wenn ich damit dann fertig bin, kann ich das ganze System wieder anschalten und dann gucken, ob es auch noch funktioniert, beziehungsweise wieder funktioniert. Ich habe jetzt hier auch schon eine Akkuanzeige oben, hatte ich gerade nicht, hätte ich natürlich einstellen können. Und was sich dann auch unter der Haube geändert hat, und das finde ich ganz gut so, ist, dass jetzt auch dieser Funktionsbutton wirklich funktioniert. Und das demonstriere ich euch nochmal kurz, indem ich nochmal kurz in Pokémon reingehe und ich zeige, was jetzt damit möglich ist. So, Spiel gestartet, aber jetzt drücke ich mal die Funktionstaste und drücke einmal auf L1 und ihr seht, der hat einen Spielstand geladen, denn das sind diese Shortcuts, die jetzt möglich sind. Gibt es natürlich auch eine Liste im Internet, die ihr einfach nachlesen könnt. Fn gedrückt halten und X beispielsweise bringt mich in das Onscreen-Display von dem Emulator. Und da kann ich jetzt diverse Dinge machen. Also ich könnte jetzt hier irgendwie die Steuerung anders einstellen, wenn ich das haben möchte. Ich könnte jetzt hier irgendwelche Cheats aktivieren, wenn ich cheaten möchte. Wenn ich hier B drücke, dann ja, resettet er das. Das wäre vielleicht auch eine Vorwarnung nicht schlecht. Aber gut, ich habe ja meinen Spielstand, den ich laden kann. Also das ist definitiv super praktisch und das funktioniert jetzt auch in dieser Form wirklich in allen Emulatoren übergreifend, unabhängig davon, welcher da im Hintergrund liegt. So, an der Stelle haben wir jetzt die aktuelle Version von ArcOS da drauf und das Ganze auf einer Karte, die hoffentlich nicht direkt stirbt. Hier können wir auch sehen, ja, 7.4.2024 oder umgekehrt, wahrscheinlich ist es US, also vielleicht 4.7.2024, ist also ganz aktuell die Version. Wenn wir trotzdem irgendwann mal das Bedürfnis haben sollten, das Ganze nochmal zu updaten, kann ja sein, dass sich da noch irgendwas ändert. Dann müssen wir natürlich nicht alles neu flashen, das wäre super unpraktisch. Wir können aber auch nicht einfach so über WLAN natürlich da reingehen, weil ich habe euch vorhin gesagt, es gibt einfach kein WLAN hier drin. Und deswegen zeige ich euch mal kurz, wie dieser Workaround aussieht, indem man das über den zweiten USB-Port macht. Und dazu brauche ich ein paar Dinge. Zum einen hier so einen USB-C-Adapter, an dem ich was anschließen kann. Und zwar gehe ich erstmal hin, stecke das hier unten rein, habe dann hier auf der anderen Seite einmal USB-A, könnte auch über USB-C natürlich klappen, habe ich jetzt nicht vorhanden. Und das Ende hier, das stecke ich jetzt in mein Smartphone einfach rein. So, und was ich jetzt hier machen kann, hier sehen wir, standardmäßig Gerät wird über USB aufgeladen. Das will ich natürlich nicht, sondern ich möchte das einmal ändern auf... Aha, da ist es USB Tethering. So, das heißt also, mein Smartphone überträgt jetzt die Internetverbindung, die es hier hat, zu unserem Netzwerk oder über 5G, wenn es jetzt draußen wäre, an das Ding hier. Hierauf sehe ich überhaupt nicht, dass das jetzt der Fall ist, aber ich kann das nachprüfen, indem ich hier unter Options gehe. Nicht zu verwechseln mit dem Optionsmenü, wenn ich Start drücke. Also das ist nicht das, was ich jetzt hierfür brauche, sondern ich brauche das Optionsmenü. Und hier habe ich jetzt die Option, Update zu drücken. So, normalerweise würde mich da eine Fehlermeldung begrüßen und das würde einfach wieder geschlossen, aber wenn ich Internet habe, dann kann ich offenbar updaten. Wenn ich schon mal in dem Menü bin, dann zeige ich euch jetzt was anderes, was das Gerät in meinen Augen nochmal deutlich aufwertet wirklich und da hat auch Let's Drop the Hammer drauf hingewiesen, denn es gibt ein sogenanntes Programm namens Portmaster und Portmaster hat auch eine eigene Internetseite, portmaster.games, habe ich euch auch unten verlinkt und Portmaster macht im Prinzip nichts anderes, beziehungsweise die dort gespeicherten Dateien machen nichts anderes, als ursprünglich mal für den PC erschienene Spiele auf verschiedene Endgeräte zu portieren, unter anderem auch auf dieses R36S. Naja, ich kann jetzt einfach mal hingehen und hier unter Tools hingehen und dann einfach mal Portmaster öffnen. Standardmäßig ist es vorinstalliert, man muss es aber, glaube ich, mal updaten. Das habe ich zumindest gemacht, dann konnte ich es quasi hiermit dann auch erreichen. Zieht sich auch direkt ein paar Updates, also offenbar wird da aktiv dran gearbeitet. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, direkt auf dem Gerät mit der Internetverbindung mir diese entsprechenden Ports hier runterzuladen. Und da habe ich ziemlich viel drauf, was tatsächlich Freeware-Spiele sind. Aber der Vorteil ist dann natürlich, da habe ich quasi direkt das komplette Spiel, was ich mir runterladen kann, weil es halt ohnehin kostenlos ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich sowas runterlade, kann ich es auch direkt starten. Wenn ich gerade mal hier in meinen Bereich gehe, wo ich schon Sachen quasi runtergeladen habe, dann ja, sehen wir auch hier sowas wie Frozen Bubble. Aber wir sehen auch sowas wie GTA Vice City, das erste Half-Life oder auch Stardew Valley. Ja, aber es ist natürlich nicht so, dass ihr die Spiele jetzt einfach komplett runterladen könnt, denn Portmaster ist ein komplett legales Projekt und der Entwickler dahinter, der hat nämlich gesagt, ja, ich stelle zwar die Portierungsdateien bereit, aber die ganzen Spielerdateien, also das, was urheberrechtlich geschützt ist, das müsst ihr selber bereitstellen, indem ihr beispielsweise die Dateien von eurer Steam-Version oder von eurer DRM-freien GOG-Version benutzt. Und na, wie läuft das dann in der Realität ab? Ich kann mir über die Oberfläche erstmal die dafür benötigten Portierungsdateien runterladen. Habe ich jetzt hier bei Stardew Valley zum Beispiel schon gemacht. Ich kann auch auf der Webseite mir anschauen, was genau ich dann machen muss mit den Spieledateien. Denn das ist so von Spiel zu Spiel ein bisschen unterschiedlich. Und ich habe es jetzt einfach mal mit Stardew Valley nachgespielt. Das heißt, ich gehe auf die Webseite, gebe da einmal Stardew ein, sehe dann unter Details,
was genau ich tun muss, dass ich das Spiel lauffähig kriege. Und dann ist es hier einmal beschrieben für die Steam-Version und für die GOG-Version. Und bei Steam habe ich das Spiel, das habe ich in der Vergangenheit schon gekauft. Und hier ist jetzt wichtig, dass wir da erstmal eine kleine Anpassung vornehmen müssen. Und zwar nicht die aktuellste Version dafür benutzen, sondern erstmal unter den Eigenschaften-Reiter gehen und da unter den Betas-Reiter und dann die sogenannte Kompatibilitätsversion installieren. So, dann geht er quasi zurück auf eine ältere Version von Stardew Valley. Die Dateien brauchen wir. Die lädt er sich dann automatisch runter bei Steam. Und wenn wir nicht wissen, wo der Ordner ist, wo die Dateien drin liegen, kein Problem, das geht bei Steam ganz einfach. Wir klicken einmal rechts da drauf, gehen auf Verwalten und gehen dann auf lokale Dateien durchsuchen. Dann landen wir direkt in diesem Ordner mit den Spieledateien. Und diese Spieledateien, die markieren wir jetzt alle, also werden alle kopiert, und zwar in den Unterordner namens Game Data, der automatisch im Ordner Stardew Valley angelegt wurde. Das hat also alles quasi Portmaster schon für uns erledigt, hat diesen Ordner erstellt und hat gesagt, hier jetzt bitte die Spieledateien rein. Spieledateien beinhalten übrigens an der Stelle nicht die Speicherdateien, die sind nochmal separat woanders abgespeichert, könnt ihr aber auch rüberportieren, habe ich dann auch in einem weiteren Schritt gemacht, nachdem ich das gemerkt habe. Wenn wir das rüberkopiert haben, dann kann die MicroSD-Karte da wieder rein und dann können wir hingehen und das ganze Ding starten. Das machen wir allerdings nicht über die Oberfläche von Portmaster, sondern das ist genau wie bei den anderen Konsolen, die hier vorhanden sind, gibt es dann einen eigenen Eintrag für namens Ports und da habe ich jetzt meine ganzen Ports drin, unter anderem auch Stardew Valley. Ich kann hier mich rumbewegen, es ist jetzt, ja, ist vielleicht keine 60 FPS, es ruckelt stellenweise mal so ein bisschen, wenn er irgendwie was nachlädt, aber auf dem Display hier sieht das wirklich ganz manierlich aus, also fast als wäre Stardew Valley für so ein Ding hier wie geschaffen. Aber ich zeige euch ein anderes Beispiel, was viel besser funktioniert, als ich es erwartet hätte, und zwar GTA Vice City. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in ein Auto und gucken mal, wie es hier läuft, denn wir hatten ja vorhin den PlayStation Portable Ableger Vice City Stories, der wirklich ziemlich ruckelig lief. Es läuft auch nicht perfekt, also es sind jetzt definitiv keine 60 FPS, aber es sind, ich sage mal, ruckelige 30 FPS und vor allem ohne diese nervigen Tonausfälle oder ohne diese wirklich extrem spürbaren Nachlader. Also, wenn ich mich zurückerinnere, wie das damals auf der PS2 lief, besser war das auch nicht. Ich würde sagen, das ist deutlich besser von der Performance, als ich das erwartet hätte. Und einen dritten Kandidaten zeige ich euch auch noch kurz, dass wir den einfach der Vollständigkeit halber auch noch drin haben. Das gute alte Half-Life. Und wer sich erinnert, Half-Life hat ein sehr langes Intro, das heißt, wir kommen jetzt nicht direkt zum Spielen, aber ganz schön ist hier, dass ich wirklich die FPS auch sehe und hier oben gerade, ja, muss ich mal ein bisschen näher rangehen, 67 FPS habe und mich dabei auch bewegen kann. Man kann ja schon hier ein bisschen durch diese Lore laufen, also das ist butterweich, liebe Leute. Das Ganze auf einem 27-Euro Mini-Handheld sieht wirklich gut aus. Auch da könnt ihr euch natürlich gerne mal austoben, was alles zur Verfügung steht. Es sind noch deutlich mehr Titel, auch wirklich hochkarätige Titel. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich dieses Rabbit Hole entdeckt habe, das finde ich noch deutlich interessanter als die ganzen, ja, letztlich doch illegalen ROMs, mit denen der Hersteller offiziell wirbt. Denn hier muss man zum einen nicht in den Raubkopiebereich gehen, wenn man die Spiele tatsächlich gekauft hat. Und zum anderen ist es halt einfach verdammt cool, GTA Vice City auf so einem kleinen Handheld zu spielen, liebe Leute. Und was ebenfalls verdammt cool ist, und das wäre dann jetzt auch meine letzte Amtshandlung, die ich euch noch zeigen möchte. Ich habe nämlich entdeckt, dass hier auch der Eintrag EasyRPG ist. EasyRPG ist quasi ein Emulator für den RPG Maker. So, und das bedeutet, ihr könnt die Spiele, die mit dem RPG Maker 2000 oder 2003 erstellt wurden, hiermit auch abspielen, wenn ihr die entsprechend da drauf zieht. Wir ziehen einfach den fertigen Spieleordner, der auf unserer Festplatte liegt, einmal darüber in den entsprechenden Ordner von EasyRPG. Dann, wenn wir in dem Menü sind, müssen wir einmal auf Scan for New Games klicken, müssen das ganze Ding dann einmal neu starten und wenn es dann neu gestartet ist, dann tauchen die Spiele auch hier auf. Ich muss es natürlich einmal kurz demonstrieren. Vampire's Dawn läuft jetzt auf meinem kleinen Handheld. Und das Ganze wohlgemerkt extrem gut. Also hier ruckelt gar nichts. Also das für mich persönlich noch so eine weitere Überraschung, die das Gerät offenbart, die offiziell erstmal gar nicht irgendwie beworben wird, großartig. Und wir kommen zu einem Fazit zu diesem kleinen Gerät. Würde ich das für 30 Euro empfehlen? Definitiv. Würde ich das für 90 Euro empfehlen, wie es auf Amazon verlangt wird? Auf gar keinen Fall. Wenn ihr das irgendwo findet im Bereich 30 Euro oder vielleicht sogar knapp drunter, dann ist das aus meiner Sicht für Leute, die Spaß haben irgendwie an Retro-Spielen, ein absoluter No-Brainer. Es wird mit Sicherheit die Frage kommen, ja, ist das nicht super illegal, das Ganze? Und ich bin kein Anwalt, aber ganz ehrlich, wenn ich sehe, wie viele Nintendo-Spiele da vor allem drauf sind, dann frage ich persönlich mich, warum zum Geier geht Nintendo gegen irgendwelche Emulatoren vor, die grundsätzlich erstmal ohne Spiele ausgeliefert werden? Aber dass sowas offen auf, ja gut, AliExpress sitzt in China, aber zum Teil ja auch auf Amazon beworben wird,
Das scheinen sie irgendwie noch nicht mitbekommen zu haben. Also würde mich nicht wundern, wenn es in Zukunft auch mal ein bisschen schwieriger werden könnte, an diese Konsole ranzukommen, zumindest mit der mitgelieferten SD-Karte. Aber hey, ist ja letztlich kein Problem. Wir haben ja jetzt gelernt, wie wir unsere eigene SD-Karte aufsetzen können. Und ich glaube, wie man in irgendeiner Form an ROMs kommt, das kriegt ihr auch noch selber hin. Das brauche ich euch jetzt hier nicht irgendwie zu erklären. Jetzt möchte ich natürlich auch nicht unter den Tisch kehren, dass es für Retro-Emulationen natürlich auch noch diverse andere Möglichkeiten gibt. Und ich habe euch da jetzt einfach mal so ein paar Optionen mitgebracht, die ich zufällig noch zu Hause rumliegen hatte. Nein, liebe Leute, ich habe kein Suchtproblem. Und was habe ich hier mitgebracht? Ja, zum einen die PSP. Die können wir uns auch mal ganz kurz anschauen, auch im Größenvergleich. So, das ist ungefähr von den Abmessungen ungefähr vergleichbar. Das Ding hier ist ein bisschen dicker, die PSP ist ein bisschen breiter. Ist ja auch ein anderes Format, aber im direkten Vergleich muss ich direkt sagen, PSP natürlich durch seinen Gammel-Analog-Stick hier an der Seite, der wirklich ganz, ganz furchtbar ist, nicht ansatzweise vergleichbar mit den Sticks hier unten, die wirklich schon für so einen Teil relativ brauchbar sind. Also PSP würde ich heutzutage tatsächlich nicht mehr empfehlen, selbst wenn es damals so das erste erschwingliche Gerät war, mit dem sowas ziemlich gut ging. Was ist denn aber mit der PS Vita, die ich auch noch hier rumliegen habe? Ja, da sieht es dann ein bisschen anders aus. Da haben wir zum einen auch ein deutlich größeres Display. Wir sehen es, das Ding insgesamt ist trotzdem nicht viel größer, also lässt sich auch noch kompakt verstauen. Wir haben zwei Analogsticks, das ist jetzt letztlich Geschmackssache, die sind ein bisschen kleiner, fühlen sich trotzdem ganz okay an. Der Rest ist ebenfalls okay. Wir haben hier Schulterbuttons und hinten können wir immerhin noch die zwei anderen noch emulieren mit der Rückseite. Ja, da würde ich dann sagen, wenn ihr eine PS Vita zu Hause rumliegen habt schon und die Möglichkeit habt, die auch mit einer Custom Firmware auszustatten, dann würde ich sagen, braucht ihr dieses Gerät jetzt nicht unbedingt auch noch zusätzlich. Es sei denn natürlich, ihr hättet gerne noch so diesen Gameboy-Form-Faktor oder wollt einfach cool in der U-Bahn aussehen oder so. Und nur, dass wir es mal der Vollständigkeit noch gesehen haben, im Größenvergleich, ich hätte hier noch einen Nintendo New 3DS anzubieten. Auch da mit entsprechender Custom-Firmware lässt sich einiges drauf machen, was standardmäßig nicht vorgesehen ist. Dann hätte ich hier noch eine Switch anzubieten, in meinem Falle auch gehackt in Anführungszeichen, geht natürlich dann auch deutlich mehr als auf dem kleinen Kasten hier. Und ansonsten am ehesten natürlich noch was mit der Brechstange als Alternative wäre das Steam Deck mit natürlich einem signifikant größeren Display. Allein das Display ist größer als das ganze Gerät. Hat natürlich auch viel mehr Power, kann dann theoretisch emulieren, bis hoch wiederum zur Switch sogar einigermaßen brauchbar. Aber da liegen wir preislich natürlich auch ganz woanders. Also jetzt zu sagen, das wäre jetzt die Alternative hierzu, das wäre schlichtweg gelogen. Also am ehesten vielleicht noch eine gebrauchte PS Vita, die schon vorgemoddet ist, dass ihr da nicht groß was machen müsst. Aber ansonsten, und damit komme ich auch zu meinem absoluten Abschlussfazit, ist das Ding hier aus meiner Sicht absolut konkurrenzlos. Denn ich habe auch nichts anderes gefunden, was in dieser Preisklasse so eine Leistung bietet. Falls ihr irgendwas kennen solltet, falls da gerade irgendwas erschienen ist, was ich noch nicht auf dem Schirm habe, dann schreibt das gerne mal unten in die Kommentare rein. Aber zumindest an diesem Tag würde ich festhalten, für jeden, der da Spaß dran hat und der erstmal so ein bisschen Retro-Luft schnuppern möchte, ohne direkt super viel zu investieren, ist das hier wirklich ein richtig guter Einstieg.